Hallo, wer bist du? Was machst du? Ja, Florian Heinemann. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Project A. Und ja, das tue ich auch den ganzen lieben Tag. Ja. Man darf sagen, ich habe mir einen besonderen Interviewpartner ausgesucht. Das ist mein letztes Video-Interview für Gründerszene. Dich habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Du warst ja lange, ich weiß nicht, habt ihr euch so ein bisschen als Feindeslager empfunden? Du warst ja lange Geschäftsführer von Rocket Internet. Wir waren ja irgendwie immer die kritischsten Schreiber. Wie hast du es damals wahrgenommen? Also Feindeslager ist, glaube ich, jetzt etwas übertrieben. Aber ich habe zumindest gehört, ich hieß immer der Schmierfink bei euch. Ja, das habe ich, glaube ich, mal gesagt oder natürlich auch gedacht. Es war einfach eine ganze Zeit lang Politik des Hauses, sage ich jetzt mal, nicht übermäßig viel zu kommunizieren und sicherlich auch nicht übermäßig viel mit, gerade mit Gründerszene. Aber da jetzt von Feindeslager zu sprechen, wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Okay, I see. Lass uns doch mal, bevor wir zu Project A kommen, noch mal ein bisschen in der alten Rocket-Vergangenheit wühlen. Stöhnst du? Ist es unangenehm für dich? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe das als sehr gute Zeit empfunden und habe da auch null, also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt als Wühlen oder dunkle Seite meiner Vergangenheit empfinden würde. Ich glaube, das war eine Wahnsinnszeit und war eine super Zeit. Wir haben da, glaube ich, sehr gute Sachen hinbekommen. Klar, manche Sachen funktionieren auch nicht so gut, aber ich glaube, das ist einfach Teil dessen, was man da so macht. Und ich glaube, insgesamt blicke ich da sehr gerne zurück. Man darf ja, glaube ich, auch sagen, ein Großteil, ich glaube, deines wirtschaftlichen Vorankommens ist ja auch solchen Läden wie irgendwie Zalando, Groupon und so geschuldet, nehme ich mal an, oder? Du meinst jetzt meines privaten wirtschaftlichen? Also du, sagen wir es mal so, du wurdest da jetzt nicht ausgenutzt, sondern es hatte auch einen massiven Vorteil für dich, du hast an tollen Sachen teilgehabt und es ging euch allen ganz gut. Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also ich habe auch sozusagen unabhängig von Rocket, glaube ich, ganz gute Sachen gemacht. Aber das ist mit Sicherheit so, ganz klar. Also ich empfinde mich da nicht als in irgendeiner Form ausgenutzt und kann auch die zum Teil da dramatischen Berichte in dieser Hinsicht nicht nachvollziehen. Also ich glaube, du bist witzigerweise so eine Mischung. So eine wandelnde Enzyklopädie für Geschäftsmodelle und für Unternehmen. B, irgendwie die Marketing-Koryphäe schlechthin. Man nennt dich auch Professor Internet, wie ich bei GameDuel immer gelernt habe. Und trotzdem ziemlich bescheiden. Wie bist du eigentlich der geworden, der du jetzt bist? Also war das immer dein Plan, irgendwie was Professorenmäßiges zu machen und hast dich dann fürs Internet interessiert? Oder wie kam das alles? Also das war, ja, also sagen wir so, ich habe lustigerweise, wollte ich eigentlich, bevor das 99 losging, wollte ich eigentlich promovieren im Controlling-Bereich bei einem wirklich ganz tollen Professor damals und habe das dann nicht gemacht, sondern bin halt in diesen Startup-Bereich reingegangen, weil das zu dem Zeitpunkt, ich war 23, hatte eigentlich nichts zu verlieren, habe gesagt, ich probiere das jetzt mal für ein Jahr, aber das war für mich jetzt nicht so, ich wollte schon mit 12 Unternehmer werden, sondern es war für mich eine ganz zu dem Zeitpunkt opportunistische Entscheidung und ich, die Erfahrung war auch nicht leicht, ne? Also es war so 2001, das weiß ja wahrscheinlich jeder, der sich noch so ein bisschen dran erinnern kann, das war eine grausame Zeit, also da wurde nichts mehr finanziert und so weiter, wir haben das, glaube ich, noch ganz gut hinbekommen, so und insofern, und so bin ich halt in diesem Bereich hängen geblieben und war immer wieder in dem Bereich unterwegs, habe zwischendurch dann mal promoviert, habe auch überlegt, ob ich noch promovieren soll und habe dann mal eine ganze Zeit lang versucht, diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren, also dieses Uni-Dasein und habe auch ziemlich viel geforscht und auch wirklich ernsthaft veröffentlicht, also und habe mich dann halt irgendwann entschieden, doch eben in dieser Internetwelt zu bleiben. Das war so ein bisschen diese Zeit, als Rocket halt losging und das halt immer mehr wurde und immer größer wurde, da ging das halt nicht mehr nebenher. Auch muss man fairer sagen, wegen Familiengründung, also wir haben dann ein Kind bekommen, ein zweites Kind bekommen und dann kann man halt irgendwann sich nicht mehr abends hinsetzen und irgendwelche Artikel schreiben. Also eine universitäre Geschichte und Startup ist eigentlich gar nicht so unähnlich. Man ist extrem frei in dem, was man tut und man arbeitet, sagen wir mal, zu 90% inhaltlich. So, und wieso bin ich so bescheiden, oh Gott, also weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich so bescheiden bin, aber es ist, ich glaube, das Schöne in dieser Startup-Welt ist ja, man kann ja quasi mehr oder weniger so sein, wie man halt ist, ne? Also man muss sich ja nicht verstellen, man ist ja nicht in einem Großkonzern, wo es halt irgendwelche Arten und Weisen gibt, wie man sich zu verhalten hat, sondern ich habe es eigentlich immer geschafft, durch Glück zum Teil natürlich auch, aber auch sicherlich mit ein bisschen Überlegen, in Umfelder reinzukommen, wo ich, sag mal, für das, was ich konnte und für das, was ich gemacht habe, eine gewisse Wertschätzung erfahren habe und mich da nie großartig verstellen musste. Und ich musste mich halt nie über irgendwelche politischen Geschichten oder sowas durchsetzen gegen andere, sondern ich konnte mich eigentlich auch immer so einbringen. Und ich glaube, deswegen bin ich halt so oder kann ich halt so sein, wie ich wahrscheinlich auch bin, ja. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe dich ja noch relativ schnell wieder vom Haken gelassen bei Rocket Internet, weil ich irgendwie mal in die Vergangenheit getaucht bin. Wie fühlt es sich an, mit einem Oliver Sommer zusammenzuarbeiten? Was heißt, wie viel? Ja. Also, das ist ein irrer Typ. Ne? Das ist, er ist halt extrem, er ist sehr intensiv in dem, was er macht. Und der lebt einfach für den Erfolg. Ne? So, und ist dabei sicherlich teilweise
nicht immer für jeden nachvollziehbar, aber der ist halt auch null politisch. Ne? Also das ist halt nicht so, dass der jetzt irgendwelche Leute anschreien würde, weil er die jetzt fertig machen will, sondern der will halt unbedingt gewinnen und dem ordnet er halt eine ganze Menge Dinge unter. So, und ich glaube, wenn man das einmal erkannt hat und respektiert, und dann kann man damit auch umgehen. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie unberechenbar wäre, sondern der ist sehr offen, sehr direkt und man muss sicherlich, teilweise ist es etwas gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, also er ist einfach auch sehr gut in dem, was er tut. Ja? Also insofern, es gibt ja auch viele Leute, die sind unangenehm und dann noch nicht mal besonders gut. So, und ich glaube, bei ihm muss man eben sagen, er hat extrem viel erreicht in seinem Leben. Teilweise natürlich kann man darüber diskutieren, wie er das jetzt genau macht. Aber das muss man respektieren und wie gesagt, wir hatten, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis der Zusammenarbeit, weil er, glaube ich, das, was ich gemacht habe oder was ich kann, eben respektiert und ich kam, glaube ich, auch ganz gut mit dieser Art klar und dementsprechend, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, diese 5 Jahre Rocket oder 5,5 Jahre Rocket, das hinterlässt bei mir jetzt null Schmerzen in irgendeiner Form, sondern ich bin auch in vieler Hinsicht dankbar, dass ich die Chance da hatte, die Dinge zu machen, die ich gemacht habe, also sprich jetzt irgendwie diese Zalando-Erfahrung, was ich marketingseitig machen konnte, inhaltlich, das wäre wahrscheinlich in wenig anderen Umfeldern möglich gewesen und da hatte ich auch komplett freie Hand. Ich hatte dich mal gefragt, erinnere mich auf einem Event, ob es stimmt, dass Oliver Samwer Bürogegenstände nach Mitarbeitern wirft, wenn er sauer ist. Da meintest du, ja, der ist halt voll bei der Sache. Der ist doch schon immer ein bisschen vom Stil her, wie er mit Leuten umgeht, speziell, oder? Ja, er ist einfach eine sehr intensive Person, ja, sagen wir es mal so. Ist er ein Selbstoptimierer oder vielleicht sogar ein Abzocker? Also, man hört doch mal so diese Horrorstories mit irgendwie, ja, weiß ich nicht, Groupon-Management dachten alle, die wären Millionäre und am Ende konnten sie glück sein, wenn sie überhaupt was hatten und tralala, verwässert hier, da mal ein Vesting irgendwie hart ausgelaufen oder so. Also man hört ja schon immer so ein bisschen, ob der nicht irgendwie ein bisschen hart umgeht mit den Leuten und so die Sachen zu seinem eigenen Vorteil auslegt. Also, er ist sicherlich nicht ungeschickt da drin, für Rocket und natürlich dann letztendlich auch für sich gute Deals rauszuholen. Und ich glaube, das muss man wissen. Und ich glaube, jeder, der sozusagen in dieses Umfeld geht, das galt für mich genauso wie für alle anderen, der muss aber wissen, okay, ich trete hier einem sehr, sehr guten Verhandler und sehr geschickten Verhandler gegenüber. Und das weiß man halt. Und da muss man eben entsprechend gewappnet sein. Ja? So, wie gesagt, würde ich das immer genauso machen? Wahrscheinlich nicht, weil ich bin aber auch eine ganz andere Person. Ja? So, und ich glaube, jeder Mensch ist halt anders und er ist halt so und ich glaube in seiner Art ist es halt sehr, ist halt sehr konsequent, ne? Und auch nicht überraschend. So. Wenn du jetzt mal sagen müsstest, was sind so die 3 Sachen, die Rocket Internet irgendwie besser macht als alle anderen? Ich glaube, was sehr starker Fokus eben auf handwerkliche Execution, sehr kleinteilige Herangehensweise, also wo viele ja eher so sagen, stimmt die Strategie, stimmt das generelle Setup, ist Barock, glaube ich, so ein sehr starker Bottom-up-Approach, also stimmt sozusagen das, was wir handwerklich tun, stimmt das so und wie kann ich das im Kleinen verbessern? Ne? Und ich glaube, das ist gerade für eine frühe Phase von einem Unternehmen, zählen eben häufig so die kleinen Dinge, weil wenn man sich anguckt, woran scheitern kleine Unternehmen oder wieso kommen die gar nicht erst in eine gewisse Größenordnung, dann sind das häufig weniger irgendwelche Positionierungs- oder strategischen Fragen, sondern häufig ist es eben wirklich, sind es kleine Dinge, die einfach sehr schnell iteriert weiterentwickelt werden müssen und das kann Rocket, glaube ich, sehr, sehr gut. Eine andere Sache, die eben sehr gut ist, ist, es wird wenig in die Vergangenheit geschaut. Ja, also ich glaube, viele scheitern daran, dass sie sich einmal in eine Sache für eine Sache entschieden haben und dann daran festhalten. So, und ich glaube, was Oliver sehr gut kann und auch Rocket, glaube ich, insgesamt als Organisation, ist, selbst wenn man halt Fehler gemacht hat, dann setzt man sich halt hin, da wird nicht irgendwie Fingerpointing betrieben, du warst schuld oder vielleicht sogar das auch noch, du warst von mir aus schuld, aber dann wird halt sich umgedreht und dann wird da anders weitergemacht. So, und ich glaube, das ist eine große Stärke, wenn man im Prinzip es schafft, eine Kultur zu etablieren, wo Fehler zugegeben werden können und auf Basis dieser Fehler diese Erkenntnis dann sehr schnell reagiert wird. Ich glaube, das ist das Dritte. Und das Zweite und das Dritte ist sicherlich, den Mut zu haben, wenn man auf etwas setzt, dann aber auch wirklich mit sehr großem Ressourcen- und Kapitaleinsatz auf etwas zu setzen. Weil ich glaube, wenn man das jetzt tut, was Rocket da gerade versucht, dann geht das halt nur groß. Ja? Das ist schon phänomenal, was der da macht, oder?
Absolut, ja. Ich habe ja viel jetzt auch mit anderen zu tun und ich glaube, gerade viele größere Organisationen, gerade im Offline-Bereich, tun sich halt schwer zu sagen, so, jetzt ist hier Digitalisierung und wenn ich jetzt hier halbe Sachen mache und kleine Investments tätige, das und halbherzig in diese Digitalisierung versuche zu bearbeiten, das ist nicht unbedingt zum Erfolg, ist nicht unbedingt zum Misserfolg verurteilt, aber damit sind natürlich die Chancen a priori deutlich geringer. Und ich glaube, was man eben da lernen kann, ist, also wenn man was schon ausprobiert und wenn man da halt reingeht, dann macht man es halt richtig. Und wenn ich einen Fehler mache, dann korrigiere ich es halt wieder. Also zurück zu Punkt 2, ja. So, aber ich glaube, diesen Mut zu haben, zu sagen, volle Fahrt voraus, da können sich sicherlich viele andere daran orientieren. Gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen die Brücke zu Project A. Wenn das eigentlich so ein spannendes Setting ist, warum bist du dann damals weggegangen? Ich glaube, man muss sich halt überlegen, also zum einen war ich echt lange da. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass sich ein Charakter von so einem Rocket ein Stück weit wandelt. Also das ist halt einfach eine sehr, sehr große Organisation mittlerweile, was auch Sinn macht, was du auch brauchst, um das zu machen. Und ich bin, glaube ich, eher besser in einer kleineren Organisation. Also klar, auch mit Themen, die man, sag mal, ganzheitlicher von relativ klein auf hoffentlich eine signifikante Größe bringt, aber eben ganzheitlich betreut. So, und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Das war bei Rocket natürlich für mich jetzt einfach nur noch zum Teil gegeben, Art 1. Und zum anderen fand ich eben die Möglichkeit, sich jetzt nochmal ein komplett neues Umfeld selbst zu schaffen, was man komplett selbst hier mit den drei anderen Partnern hier von Project A quasi selbst sich definieren kann und so zusammenbauen kann, wie man es wirklich möchte, fand ich halt einfach nochmal eine echt coole Sache. Ich meine, und wir hatten hier eben die Möglichkeit, sehr professionell zu arbeiten. Also das Charmante, finde ich, bei Project A ist, ja, es ist alles eine Ecke kleiner, aber es ist einmal ausreichend groß, um wirklich professionell zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eben auch ein wesentlicher Treiber, den ein Company Builder und Inkubator oder ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den ein Inkubator Company Builder gewährleisten muss. Also so diese Zeit 2000, wo irgendwie ein Inkubator eine Internetleitung und einen Schreibtisch stellen konnte, das wurde halt, war damals als, konnte man damals als Mehrwert verkaufen für einen Gründer, die ist halt vorbei, sondern ich glaube, man muss halt wirklich Zugang zu überlegen, Know-how liefern. Wir liefern sehr viel Zugang auch zu Systemen, die wir zum Teil eben auch selbst programmieren, ob es jetzt im Marketingbereich ist, ob es im technischen Programmierbereich ist. Und dazu braucht man einfach eine gewisse Mindestgröße. Und ich glaube, die konnten wir eben von Anfang an gewährleisten. Und das hat mich sehr gereizt und tut es weiterhin. Ne? Also ich bereue das keine Sekunde, das jetzt hier so gemacht zu haben. Aber ich finde, das widerspricht sich jetzt auch nicht. Lass uns mal Folgendes machen. Ich sage dir mal so ein bisschen die kritische Außenwahrnehmung und du gibst kurze Antworten, was da dran ist. Wahrnehmung 1, es gibt ein starkes Leistungsgefälle zwischen deiner Qualität und deinen Mitgründern. Das ist aus meiner Sicht nicht so, sonst hätte ich sicherlich nicht mit den Herren das gemacht, sondern ich glaube, jeder von uns hat gewisse Stärken und Schwächen und die ergänzen sich sehr gut. Es ist gegebenenfalls so, dass ich etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen habe aufgrund, sagen wir mal, meiner vorherigen Geschichte jetzt bei Rocket und Zalando und so weiter. Aber man darf eben nicht, und das machen ja viele Gründer falsch, man darf halt nicht öffentliche Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung mit inhaltlicher Substanz verwechseln. So. Und ich glaube, Uwe und Christian und Thies haben jeder ganz herausragende Stärken. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Stärken so, und jeder von uns hat gewisse Schwächen und das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Also ich finde, wir funktionieren als Team sehr gut. Gut, Nummer 2. Die Verbindung mit Otto könnte schwierig sein, weil es ein großer Konzern ist, der eigentlich viel reinredet und man hat so ein bisschen den Beigeschmack, ihr seid eingekauft worden. Also ehrlich gesagt, unsere Schnittstelle mit Otto ist aus unserer Sicht sehr produktiv und konstruktiv. Und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, auch dank, also wir sind ja nicht die erste Venture Capital Schrägstrich Company Builder Konstruktion, die jetzt irgendwie Otto fundet. Die haben sehr viel Erfahrung da drin, wie man, sag mal, mit externen Teams agiert in dem Bereich. Insbesondere Rainer Hillebrand, der zuständige Vorstand dort, der Otto Group, hat da, glaube ich, genau die richtige Einstellung. Und auch die anderen Leute, mit denen wir bei Otto jetzt zu tun haben, das klappt eigentlich immer sehr gut. Also uns wird da sehr wenig reingeredet. Und wenn wir Ressourcen des Otto-Konzerns nutzen möchten und das irgendwie Sinn macht, dass man da was zusammen macht, dann tut man das und ansonsten halt nicht. Also es ist schon sehr, aus unserer Sicht herrscht auch eine große Vorsicht, sozusagen hier nicht den
den Großkonzern einziehen zu lassen, sondern deswegen macht man das ja genau auch hier in Berlin und eben nicht in Hamburg in der zweiten Etage des Hauptgebäudes, sondern eben hier und das ist ja auch genau gewollt. Ne? Und ich glaube gerade in Rainer Hillebrand wird da sehr stark darauf achten, dass das auch so bleibt. Gut, Nummer 3, euer Portfolio ist so lala. Also ich glaube, wir haben sehr spannende Sachen im Portfolio. Tirendo wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Ein NU3 kann wirklich sehr groß werden. Wir haben einige spannende Sachen auch im AdTech-Bereich gemacht. Jetzt ein IOTA, ein relativ junges Investment. Also ich finde, wir haben eine ganz gute Mischung aus Themen, die man einfach mit solider Execution vorantreiben kann. Und wo wir wissen, dass, wenn wir da die handwerklichen Dinge richtig machen, auf jeden Fall ein sehr solides Unternehmen rauskommen kann. Und wir haben auch ein, zwei Sachen, die können, glaube ich, richtig abgehen, wenn man sie, wenn sicherlich auch ein bisschen Glück dazu kommt. So, und eine Sache darf man nicht vergessen. Ne? Also wir werden hier dafür bezahlt, sozusagen eine solide Rendite zu erwirtschaften für einen Investor, der uns vertraut. So, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Hipness, sage ich jetzt mal, verdient halt kein Geld. Ja? So, und das vergessen, glaube ich, auch viele Leute in dieser Startup-Szene. Unternehmer sein heißt primär, effiziente Ressourcenkombinationen mit einem vernünftigen Kundennutzen zu produzieren, wo eben auch die Kunden bereit sind, für zu bezahlen. So, Endabrechnung ist immer nach, weiß ich, 5 bis 8 Jahren, dann werden wir schauen. Ich glaube, das, was wir jetzt derzeit an Wertentwicklung sehen, auch anhand von Folgerunden, anhand, sag mal, der Co-Investoren, die auch hier mit einsteigen, also wir arbeiten mit einer Reihe von auch sehr renommierten Co-Investoren zusammen, die einzelne Themen hier finanzieren, würde mich jetzt wundern, wenn da keine sehr attraktive Rendite für die Investoren mal rauskommt. Und das ist ja eigentlich unsere Kernaufgabe. Und wenn dann noch irgendwie 2, 3 hippe Sachen mal da zusätzlich rauskommen, dann freut sich natürlich jeder. Ja. Vielleicht 4. Vorwurf so ein bisschen, ihr macht eigentlich gar keine Incubation richtig, ihr macht eigentlich fast immer nur Investments und gebt dann Know-how rein. Also das würde mich jetzt auch, also ist jetzt... Was habt ihr denn selber gemacht? Ist jetzt die Frage, was davon ein Vorwurf ist. Ja? Also, oder das als Vorwurf zu formulieren, finde ich eigentlich lustig. Also nochmal, unser Kernauftrag ist halt, eine Rendite zu erwirtschaften. Wie wir das jetzt tun, ja? Das steht ja dann nochmal auf einem anderen Blatt. Und wir glauben sozusagen, dass diese Strategie, sehr früh zu investieren in Drittteams und die so zu unterstützen, als ob es Projekte gewesen wären, die wir selbst gestartet hätten, das ist aus unserer Sicht eine wirklich sinnvolle Value Proposition aus verschiedenen Gründen. Wir haben auch Sachen selbst gemacht, machen jetzt auch gerade nochmal drei Sachen, die hier gerade in der Pipeline sind. Wir werden weiterhin eine Mischung machen aus beiden Themen. Ne, man muss halt sagen, Themen, die schon eine gewisse Traktion haben und die schon laufen, sind natürlich für uns auch in der Frühphase gerade nicht so schlecht. Wieso? Weil wir natürlich auch dort die Ressourcen, die wir haben, auch sinnstiftend einsetzen können. Ne? So, also weil natürlich sozusagen jetzt ein sehr, sehr gutes Online-Marketing-Team macht natürlich auch Sinn ab einer gewissen Größenordnung von Thema. So, also dann holen die natürlich auch nochmal sozusagen das Potenzial, was sie eigentlich auf die Straße bringen können, nochmal besser raus. So, und das war sicherlich auch deswegen ein Stück weit der Ansatz, dass wir sagen, okay, lass uns auch ruhig ein paar Investments machen, was aber alles auch sehr, sehr frühe Phase war, wo sozusagen unsere Kompetenzen nochmal was nützen. Und ein zweiter Bereich, wo wir halt eher investieren, als es halt selbst bauen, ist eben der Bereich Advertising Technology, also Werbetechnologie, die letztendlich mit Tools, die letztendlich Advertisern, Werbetreibenden dabei helfen sollen, ihr Geld sinnvoller auszugeben, weil ich eben sehr stark dran glaube, dass das ein Bereich ist, wo noch sehr, sehr viel Potenzial steckt. Ja? Gut, wenn wir jetzt nicht wollen, dass mein letztes Interview 30 Minuten lang wird, müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen. Darum, was sind vielleicht so ein erfahrener Mann wie du? Ja, das war ernst gemeint. Ja. Du hast viele Teams gesehen, du hast viele Geschäftsmodelle gesehen, viele Unternehmen. Kannst du so ein bisschen eindampfen, was so die Top 3 Fehler sind, die vielleicht viele Leute machen? Top 3 Fehler. Oder was empfiehlt sich umgekehrt zu machen? Also ich glaube, Marco sagt ja immer so, ein wesentlicher Erfolgsfaktor Team. Ne? So, ich glaube, ein Fehler, den viele machen, ist, dass sie sehr stark darauf achten, dass es irgendwie ein Team ist, mit dem sie sich gut verstehen. Ja. Und ich glaube, was halt sehr wichtig ist, ist ein Team zu haben, was sehr komplementär ist. Und wichtig auch nochmal, nicht nur was die Fähigkeiten angeht, und das ist ja so das, was man irgendwie, ich brauche einen Techie, so. Sondern ich glaube, was man eben auch braucht, ist, man braucht unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Und das ist häufig sogar noch wichtiger, ja, weil es einfach unterschiedliche Aufgaben gibt,
in so einer Startup-Organisation, die unterschiedliche Persönlichkeitsprofile erfordern. Einen, der eher extrovertiert ist, einen, der introvertiert ist, einen, der auch mal lauter werden kann, der eine gewisse Aggression aufbauen kann, andere, die eher ruhig sind, eher zurückhaltend sind. Faktor 2, zu wenig Geld. Ja, also ich glaube, viele versuchen eben sehr stark dieses Spiel, ich hole erstmal ganz wenig Geld, dann hole ich ein bisschen höhere Bewertung, dann arbeite ich erstmal, dann zeige ich wieder was und dann hole ich eine höhere Bewertung und so weiter. So, das birgt die Gefahr, wenn ich das so mache, dass ich quasi 50% meiner Zeit damit verbringe, irgendwie Geld ranzuholen. Und Geld ist halt, ist natürlich schon ein Treiber für Erfolg, also Verfügbarkeit von Geld, aber damit gewinne ich halt an sich noch nicht. Das ist ja nur ein Treibstoff in einen Motor, der halt vernünftig funktionieren muss. So, und ich glaube, eigentlich sollte man halt 80-90% der Ressourcen eines Teams sollten sich eigentlich darauf konzentrieren, den Motor besser zu bauen und nicht den Treibstoff zu besorgen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, den häufig Leute machen. Dritter Fehler. Schön, dass du dich so kurz hältst. Ja, ich kann nicht so gut kurz. Dritter, ich versuche es jetzt ganz kurz. Ja, dann lass uns was anderes machen. Lass uns mal sagen, was sind die Erfolgsgeheimnisse von Zalando? Vielleicht kann man ja daraus was lernen. Erfolgsgeheimnisse von Zalando. War das da nicht auch so, dass das Team sehr komplementär war? Wahrscheinlich viel Cash, gutes Marketing. Ja, gute Leute. Zalando hat sehr klein angefangen. Ne? Also ich glaube, Zalando hat ein paar hunderttausend Euro hatten die. Und dann kam ja irgendwann raus, und das war bei Rocket auch gar nicht so im Fokus. So, und irgendwann kam halt raus, Mensch, das läuft ja echt gut. Ja, das war irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, Mitte 2009. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Team. Also bei Rocket wird ja häufig auch gesagt, das sind ja alles nur so Projektleiter. Und ich glaube, ein Robert Gens, ein David Schneider und dann ein bisschen später auch ein Rubin Ritter, das sind schon echt gute Leute, ja. In dem, was sie da tun, sehr detailversessen, arbeiten extrem hart und das jetzt wirklich auch seit mehreren Jahren, wo wahrscheinlich jeder schwäbische Familienunternehmer auch sagt, 5 Jahre arbeiten die jetzt hart, was ist das denn für ein Scherz? So, also wir machen das hier seit 5 Generationen, aber egal, ne? Also in der Startup-Szene ist das ja schon nicht so schlecht. So, und das ist ein sehr, sehr gutes Team, die, glaube ich, sehr früh auf die richtigen Dinge gesetzt hat, natürlich auch ein bisschen Glück hatten, dieser erste Media for Equity Deal jetzt mit dem ProSiebenSat.1, dann aber auch sehr schnell, sagen wir, auf eine sehr datengetriebene Art und Weise zu arbeiten eingegangen sind. Eigentlich wurde überall sehr stark datenbasiert gearbeitet, no bullshit. Es wurden sehr früh Leute geheiert, die zum Großteil auch heute noch da sind, also im Einkaufsbereich, im Produktbereich, im IT-Bereich. Also man hat eine relativ hohe Konstanz dort auch gehabt, ja, was eigentlich für eine Startup-Organisation aus meiner Sicht sehr gut ist. Und ich glaube, was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, es heißt ja immer, ja, mit so viel Geld, siehst du auch immer bei irgendwelchen Kommentaren, aber euch mit so viel Geld kann ich auch. Ne, so. Und das ist halt einfach kompletter Schwachsinn. Also Zalando ist ein hochkompliziertes Business und es ist eben nicht nur der Fernsehvertrag und es ist nicht nur das viele Geld, sondern es sind bei E-Commerce, sind es einfach sehr, sehr viele Dinge, die in hochqualitativ zusammenkommen müssen, damit das funktioniert. So. Es gibt ja immer Zweifel, wird Zalando funktionieren und mit den Retouren und so weiter. So, ja, wie gesagt, also letztes Quartal, glaube ich ja, Deutschland, Österreich, Schweiz war profitabel. Ich habe jetzt auch nicht mehr den Einblick und so weiter. Aber mich würde es sehr wundern, wenn Zalando nicht funktioniert. Ja. Gut, ich glaube, ich könnte dich nochmal so lange befragen zu Marketing-Themen, deswegen klemmen wir die heute mal ein bisschen aus. Lass es doch vielleicht noch abschließen. Ja. Hast du was aus der Seele brennt? Na, um Gottes Willen. Ja. Viele Dinge, aber ja. Lass uns dann noch ein bisschen kurz zu Project Air und Strategie sprechen. Was ist denn eigentlich so eure Vision? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, früher bedeutete Inkubation immer, ich nehme ein US-Modell, mache es nach, hoffe dann darauf, dass einer um die Ecke kommt mit Make or Buy, mich übernimmt und ich freue mich. Ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich jetzt gar nicht mehr so möglich. Gleichzeitig sind irgendwie die Tickets alle größer geworden. Also man braucht eigentlich mehr Geld, wenn man richtig gut was machen will. Es gibt aber gar nicht so große Kapitalgeber in Deutschland. Mit was für einer Strategie geht man mittlerweile eigentlich an den Start, wenn man irgendwie Firmen inkubieren will? Ich glaube, das ist sicherlich eine Sache, wo wir sehr stark versuchen, darauf zu achten, dass wenn wir irgendwas lostreten, dass wir eigentlich von Anfang an schon versuchen, eine Konfiguration zu finden, auch von Investoren, dass man das weitere Wachstum eben auch mitfinanzieren kann. Sie jetzt auch in einem Tirendo, wo dann eben eine Familie ja mit dabei ist, ja, die dann eben auch in der Lage ist, mit uns gemeinsam das Wachstum dann mitzufinanzieren. Oder jetzt bei anderen Themen auch ein E-Venture mit dabei oder jetzt bei einem neuen Thema ist es noch nicht öffentlich, ein Klaus Hommels mit dabei. Also wir versuchen dann eben immer auch sozusagen zu schauen, welche Konfiguration ist hier sinnvoll, um die Sachen entsprechend groß machen zu können und dann eben auch den Kapitalbedarf entsprechend abdecken zu können. Ich glaube, das ist ein ganz kritischer Bereich, dass mit Sicherheit die Tickets heute, gerade wenn du E-Commerce-Themen machst, wir machen
einiges an E-Commerce, wobei fairerweise, wenn du das Portfolio mal anguckst, vielleicht 50% E-Commerce ist. Aber gerade im E-Commerce-Bereich braucht man eben häufig relativ viel Geld. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, das versuchen wir abzudecken. Und was ist unsere Vision? Ich glaube, wir glauben halt sehr stark dran, ein Inkubator 2020, was muss der abdecken? Der muss sicherlich zum einen eine Funding-Capability haben, sowohl selbst, als auch eben ein Netzwerk an Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten und Investoren. Und das andere ist sozusagen ein überlegener Zugang zu Kompetenz. Und ich glaube, was da nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, wir bauen halt, haben ja Köpfe hier, die, glaube ich, sehr, sehr schlau sind in dem, was sie tun, sehr spezialisiert und sehr schlau. Und das andere ist eben, wir versuchen, diese Kompetenz zu erweitern und zu verlängern, indem wir es halt in Systeme gießen. So, und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, wenn man halt guckt, was ist das, was, sag mal, erfolgreiche US-Companies ab einer gewissen Größenordnung auszeichnet. Das sind halt alles mehr oder weniger IT-Unternehmen, auch von der Mentalität her. Ja, ich glaube, sozusagen auch ein E-Commercer, der erfolgreich sein will im Jahr 2020, das ist letztendlich ein IT-Unternehmen, was alles datengetrieben erfüllt. Und was wir im Prinzip versuchen, wir versuchen, eine Infrastruktur hier zu schaffen, die ein einzelnes Startup sich nur sehr, sehr schwer leisten könnte, die genau das abdeckt. Ja, also die sozusagen die komplette IT-Wertschöpfungskette entlang aller Bereiche versucht, möglichst schnell aufzustellen. Also deswegen entwickeln wir auch eine eigene E-Commerce-Engine, die aber auch Marktplätze abdeckt oder auch Preisvergleicher. Und wir entwickeln eben eine eigene BI-Lösung oder entwickeln eine eigene Business Intelligence. Business Intelligence, genau, die im Prinzip diese Datengetriebenheit in allen Bereichen ein Stück weit unterstützt. Weil daran glauben wir ganz stark, dass halt die Unternehmen, also um systematisch erfolgreich zu sein, letztendlich ist alles datenbasiert. Und ich glaube, dafür versuchen wir einfach Voraussetzungen zu schaffen und da eben der Konkurrenz immer ein Stück weit voraus zu sein und das eben weiterzugeben an die Startups. Und letztendlich ist es natürlich ein Köpfegeschäft. Das heißt, wir müssen einfach gucken, dass wir die Leute in sämtlichen relevanten Bereichen hier bereitstellen können. Nee, um Gottes Willen, die das gewährleisten können. Das ist unsere Vision. Dann zum letzten Mal für mich, den Blick in die Kristallkugel. Wenn wir uns, okay, wir können uns nicht mehr widersprechen, weil es mein letztes Video-Interview ist, aber hätten wir uns wieder gesprochen in 12 Monaten, was ist bis dahin noch so Ziel? Was wollt, nehmt ihr euch vor fürs nächste Jahr? Was nehmen wir uns vor? Also was wir versuchen werden, ist sicherlich gegebenenfalls den einen oder anderen Exit zu erreichen. Das wär natürlich eine tolle erste Bestätigung. Wir werden sicherlich versuchen, diesen Incubation-Teil, den du angesprochen hast, ein Stück weit stärker voranzutreiben. Das sind, denke ich mal, so die wesentlichen Themen aus meiner Sicht. Ja. Hört sich relativ... Ja, aber ich meine, das ist so... Das ist noch relativ offen, also ihr seid ja sehr flexibel, höre ich daraus. Ja, ich glaube, was sicherlich noch ein Punkt wäre, was wir ein Stück weit ebenfalls als eine Erweiterungsmöglichkeit eigentlich auf Basis der bestehenden Kompetenzen ansehen, dass wir einfach bestehenden offline-fokussierten Spielern, ob es jetzt Retailer sind oder auch insbesondere Retailer, einfach dabei helfen, ihre Digitalisierung besser zu meistern. Ja, und da mal das erste Projekt irgendwie an den Start zu bringen, fände ich auch sehr charmant. Ja. Hervorragend. Ich drücke dir für ganz viele Hits die Daumen, weil ich glaube, du bist ein sehr altruistischer, sehr hilfsbereiter Internetunternehmer. Ja, danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Viel Erfolg. Habe ich noch was vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe einen ausreichenden Redeanteil gehabt, glaube ich, in diesem Gespräch. Insofern werde ich mich jetzt nicht weiter äußern, sondern still sein. In diesem Sinne, danke für eine schöne Zeit. Over and out. Macht's gut.